Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ihr habt es euch gewünscht und wir kommen dem natürlich gerne nach. Es gibt ein weiteres Reaction-Format heute und zwar der kategorische Imperativ. Ein weiterer Film aus der Feder von Frank Höfer, der schon einige Jahre zurückliegt. Deswegen habe ich ihn auch wieder mit ins Boot geholt und denke, wir fangen einfach an. Jetzt geht's los. Und da ist er auch schon. Ich begrüße dich ganz herzlich und ja, was haben wir heute in der Pipeline? Hallo Aaron, hallo liebes Publikum. Wir schauen heute einen 14 Jahre alten Kurzfilm mal wieder aus dem Jahre 2009. Es war ein relativ produktives Jahr für mich. Wir haben ja letzte Woche schon einen Kurzfilm angesehen, während den Anfängen. Und dieser Film ist nur ein paar Wochen später entstanden. Zur Vorgeschichte. Im Oktober 2009 habe ich einen Anruf bekommen, ja, Kamera, Interview mit Hans-Peter Dürr in München, im Max-Planck-Institut. Okay, bin dabei, weißt du? Hab dann Robert angerufen, gefragt, ob er auch dabei ist. Der hat genauso gestaunt und auch gesagt, klar, bin ich dabei. Und so sind Robert und ich im Oktober 2009 nach München gefahren. Robert wohnt ja dort. Und haben ein Interview mit Hans-Peter Dürr geführt, der jetzt auch schon vor einigen Jahren verstorben ist, aber damals noch quicklebendig war und sehr redeselig war. Und dieses Interview sollte eigentlich um Quantenphysik gehen und über die Realität und so weiter. Ja, also ein sehr physikalisch-philosophisches Gespräch haben wir eigentlich erwartet. Und Hans-Peter Dürr fing plötzlich an zu erzählen, wie er als junger Bub eine Alpenfestung verteidigt hat. Und fing halt so an zu philosophieren über Krieg und Frieden und hat dann darüber erzählt, dass er ja Doktorand bei Edward Teller war, dem Erfinder der Wasserstoffbombe. Ja, und das Interview war so genial und hat mich so mitgenommen damals. Das hatte bei mir einen großen Nachhall. Und 2 Monate später, im Dezember 2009, gab es eine weitere Konferenz, ja, die dann plötzlich irgendwie wurde das immer mehr. Ja, ich weiß noch, im Juli ging es los in Fulda. Friemann machte eine große Wahrheitskonferenz. Dann habe ich in Leipzig im August eine gemacht. Dann folgte im Dezember die nächste irgendwo in Gera, glaube ich, war das. Und dort gab es Vorträge, unter anderem von Frieda Wagner, den ich ja schon auf meiner Konferenz mit hatte und in Kriegsversprechen mit drin hatte und so weiter. Und Frieda Wagner sprach eine Art Kommentar über die Nobelpreisrede von Obama, der kurz vorher einen Friedensnobelpreis bekommen hatte, ja, und eine Rede gehalten hatte. Und diese Rede wiederum hat Frieda Wagner auf dieser Konferenz kommentiert. Und ich habe mir das dann irgendwie so am Schnittplatz angeguckt, dachte mir so, also was der Obama da erzählt, ist eigentlich echt eine Frechheit. Und was der Frieda Wagner dazu sagt, der trifft eigentlich Nagel auf den Kopf. Und dann war gleichzeitig noch dieses Material von Hans-Peter Dürr von vor wenigen Wochen vorher an meinem Schnittplatz. Und ich hatte das so parallel geschnitten irgendwie, weißt du, so dieses Quantenphysik-Interview und diese Geopolitik-Konferenz, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun hatten und irgendwie doch, ja. Und diese Eingebung, die ich da hatte, diese beiden Sachen miteinander zu kombinieren, die gucken wir uns jetzt an. Der kategorische Imperativ, inspiriert durch Karl Albrecht Schachtschneider wiederum, der auch noch Bestandteil dieses Films ist. Wir kennen wahrscheinlich die ein oder andere Aussage von ihm schon von letzter Woche, wo wir uns während den Anfängen angesehen haben. So, habe ich lange gequatscht. Deswegen sage ich jetzt gar nichts mehr. Keine Angst, liebe Zuschauer, ich drücke Play. Film ab. Glaube ich, noch lauter. Vielleicht haut uns jetzt gleich die Ohren raus. To say that force may sometimes be necessary is not a call to cynicism, it is a recognition of history. War in one form or another appeared with the first man. At the dawn of history, its morality was not questioned, it was simply fact, like drought or disease. The manner in which tribes and then civilizations sought power and settled their differences.
The capacity of human beings to think up new ways to kill one another proved inexhaustible, as did our capacity to exempt from mercy those who look different or pray to a different god. Wars between armies gave way to wars between nations, total wars, in which the distinction between combatant and civilian became blurred. Sorry, ich muss kurz, ich weiß, es ist schon noch früh, aber ich frage mich die ganze Zeit, worauf will er jetzt hinaus? Weil man weiß ja, was Kommt Obama noch. Gemacht hat, weißt du? Was, warum erzählt er das jetzt alles? Weil irgendwie, das klingt gar nicht amerikanisch. Okay. Ich wurde geprägt eigentlich durch den Krieg. Ich bin ja noch ein Kriegsteilnehmer gewesen, die Alpenfestung zu verteidigen als 15-Jähriger. Und das kann keiner so würdigen, was das bedeutet für einen so jungen Menschen, sofort in den Krieg hineingeworfen zu werden, auch die ganzen Bombenangriffe mitzuerleben und diesen Tod und diese Zerstörung, all dieses zu erleben. Und ich habe gesagt, ich möchte einen Beruf ergreifen, wo ich selbst entscheiden kann, was richtig und falsch ist. Weil für mich war ganz klar, ich wollte etwas machen, was nicht mit Krieg zu tun hat, was die Wissenschaft nimmt als etwas, auf das man sich verlassen kann. Ja? Ich habe dann nach einem Doktorvater gesucht. Naja, sagte jemand, da ist gerade ein Professor angekommen aus Chicago. Warum fragst du den nicht? Der hat vielleicht noch nicht einen Doktoranden. Gut, dann habe ich Edward Teller aufgesucht. Er hat mich genommen als Doktorand. Und dann habe ich dann hinterher festgestellt, dass er der Vater der Wasserstoffpumpe war. If everything goes according to plan, we'll soon see the largest explosion ever set off on the face of the earth. Ich kam ins Physikinstitut und dann haben die alle gefeiert. Und ich sage, was feiert ihr jetzt? Und dann sagen, ja, hast du es nicht in der Zeitung gelesen? Und das war dann der gelungene Versuch, eine Wasserstoffbombe zu zünden. Und ich sage, was habt ihr damit zu tun? Ja, wusstest du denn nicht, dass Edward Teller der Vater der Wasserstoffbombe ist? Und wir sind alle damit da. Deshalb sind wir den ganzen Tag nicht für dich sichtbar, weil wir in Livermore sind in einem Labor, wo wir das entwickeln. Es war für mich ein Riesenschock. Es ist genau, was ich vermeiden wollte. Ich wollte sagen, wenn ich Möglichkeiten habe, dann werde ich versuchen, dass ein Krieg nie und nimmer passieren kann. Und jetzt bin ich gelandet bei dem Vater der Wasserstoffbombe. Ich habe gesagt, Dr. Teller, ich meine, warum bauen Sie überhaupt Bomben? Und dann sagte er mir, Hans-Peter, sagte er, wir sind in einer fantastischen Situation, ja, den Weltfrieden hier auf Erden zu schaffen. Wenn der Beste gleichzeitig der Militärstärkste ist und auch so stark ist militärisch, dass er doppelt so stark ist wie der Rest der Welt, dann haben wir alle Voraussetzungen, um einen Weltfrieden auf der Erde zu haben. Und ich war sprachlos. Ich dachte, der macht einen Witz, ja? Hey, ich muss kurz mit dir darüber reden. Das ist die Vorstellung davon, dass die unipolare Welt eigentlich die sicherste ist und es einen dominierenden, eine Weltmacht gibt, die gleichzeitig für Frieden sorgt. Das ist nur interessant, weil ich hatte das Gespräch gestern auch geführt in der Runde mit Sven Arthur und Jens Zimmer vom Infrarot-Podcast. Wir haben lange darüber philosophiert. Braucht es zwei Blöcke oder eben so eine unipolare Welt? Wollte ich nur einwerfen, ist eine gute philosophische Überlegung. Ich komme aus Deutschland im Augenblick und wenn Sie sowas sagen, können Sie verstehen, wie das auf mich wirkt? Ja? Es ist so, dass ich das schon mal gehört habe. Nein, 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 du darfst mich nicht vergleichen mit dem, was du erlebt hast. Dann sagte ich, aber mit dem, was Sie jetzt gesagt haben, ist doch schrecklich. Nein, nein, aber ich sagte doch, wenn der Beste der Militärstärkste ist und nicht sozusagen der Schlimmste, dann ist es doch gut. Dann sag, haben Sie schon jemals jemanden gesehen, der Militärstärkste ist und nicht gemeint hat, dass er der Beste ist? Das ist der Punkt. Es war für mich eine wichtige Schule, zu sehen, wie ganz vernünftige Menschen so einen Unsinn glauben können. With the advent of the nuclear age, it became clear to victor and vanquished alike that the world needed institutions to prevent another world war.
we still seek no wider war. The United States does not start fights. America does not seek conflict. I don't like to use military force. Our nation enters this conflict reluctantly. The concept of a just war emerged. If it is waged as a last resort, yeah, or in self-defense. Um diesen Satz von Obama, diese Monstrosität zu verleihen, habe ich seine ganzen Vorgänger mit diesen Aussagen, mhm, ey, und da habe ich echt lange gesucht, mhm, ja, diese ganzen Aussagen, weißt du, immer nur diesen einen Satz, wo von Reagan bis Clinton über Bush und alle, weißt du, im Prinzip sagen, nein, wir sind die Guten, wir suchen nicht den Konflikt, wir werden ja immer nur genötigt einzugreifen und bla bla bla. Was ja ein Oberwitz ist, weißt du, und dann kommt Obama, von dem alle glauben, ah ja, jetzt endlich mal, weißt du, endlich kommt da mal jemand, der ganz, ganz anders ist. Und der reiht sich einfach nur nahtlos an diesem Blödsinn. Ja. Kannst du noch mal eine Minute zurückspulen? Ich will die Aussagen gerne noch mal sehen. Ja. Ich bin da gerade fast ein bisschen stolz, dass mir das damals, weil die Aneinanderreihung dieser Aussagen der US-Präsidenten, die ist wirklich, glaube ich, einmalig in der Form. Another World War. We still seek no wider war. The United States does not start fights. America does not seek conflict. I don't like to use military force. Our nation enters this conflict reluctantly. The concept of a just war emerged. If it is waged as a last resort or in self-defense, if the force used is proportional, and if, whenever possible, civilians are spared from violence. Whenever possible. Nehmen wir den 11. September 2001. Jawohl, das war ein schreckliches Verbrechen mit unglaublichen 3000 Toten. Aber es war juristisch nichts anderes als eine Straftat. Und eine solche muss von Polizei, Justiz und vielleicht auch von Geheimdiensten aufgeklärt. Und dann erst können Gerichte die Schuldigen aburteilen. Das ist in jedem demokratischen Staat so. Aber dann fielen Anfang Oktober 2001 schon die Bomben auf Kabul und später auf ganz Afghanistan. Und niemand in den europäischen Ländern empörte sich und fragte, welche geschichtliche Entwicklung steckt eigentlich hinter diesem Terroranschlag auf die Twin Towers? Warum sprach niemand die verbrechensreiche Verkettung der USA durch die Jahrhunderte an? Oder wenigstens die der letzten 5 bis 6 Jahrzehnte? Die vielen Menschenrechtsverletzungen. Kein Staatsmann reflektierte darüber, dass allein in den letzten 60 Jahren von den USA in Latein- und Mittelamerika und überall in der Welt weit über 200 Militärinterventionen ohne UN-Mandat durchgeführt worden waren. Niemand stört sich bis heute daran, dass durch die Anleitung des US-Geheimdienstes CIA zwischen 1949 und 1987 etwa 7 Millionen Menschen getötet worden sind. America led the world in constructing an architecture to keep the peace. A Marshall Plan and a United Nations. Mechanisms to govern the waging of war. Treaties to protect human rights, prevent genocide. Restrict the most dangerous weapons. Stellen Sie sich vor, jemand käme auf diese wahnsinnige Idee, 2000 Tonnen... Ich weiß, man Tonnen hat mich nicht gehört. Ich wollte nochmal auf die Gestik aufmerksam machen, ja, bei Obama immer am Ende, wenn er irgendwie gerade lügt. Das hat mir letztens jemand erzählt, dass Obama immer sowas mit seinen Lippen gemacht hat. Ich habe gar nicht gecheckt, was er meinte. Aber jetzt sagst du genau das. Genau das war jetzt schon zweimal zu sehen. Ganz am Ende. Wahnsinnige Idee zu restrict the most dangerous weapons. Interessant. Stellen Sie sich vor, jemand käme auf diese wahnsinnige Idee, 2000 Tonnen des atomaren Abfallprodukts abgereichertes Uran
zu Feinstaub zu zermahlen und würde dann diesen Uranstaub aus einem Flugzeug über Deutschland verteilen. Nach wenigen Wochen würden dann Tausende von Kleinkindern an aggressiven Leukämien erkranken. Monate später würden Zehntausende von gerade noch gesunden Erwachsenen an Krebs erkranken. Später dann Hunderttausende, noch später Millionen. Wenn Sie jetzt sagen, dass das ja zum Glück nur ein Gedankenspiel ist, dann muss ich Ihnen leider sagen, willkommen im Irak, im Kosovo, in Afghanistan, willkommen in Serbien, in Somalia und im Libanon. Denn die Alliierten haben in allen ihren vergangenen Kriegen in diesen Ländern diese Waffen aus abgereichertem Uran angewendet. Uranmunition. Ja, für alle, die es noch nicht wissen, ja, genau das liefert die USA gerade in die Ukraine. Ja, man kann es nicht oft genug sagen. Und Uranbomben sind die wohl furchtbarsten Waffen, die heutzutage in Kriegen eingesetzt werden, weil sie die Menschheit unweigerlich in den Abgrund führen. There will be times when nations, acting individually or in concert, will find the use of force not only necessary, but morally justified. And even as we confront a vicious adversary that abides by no rules, I believe the United States of America must remain a standard bearer in the conduct of war. Herr Obama, wissen Sie nicht, dass Krieg überholt ist, dass Krieg obsolet ist? Als Friedensnobelpreisträger sollten Sie verhandeln, nicht bomben. Es ist Pflicht, dass die Völker miteinander im Frieden leben. Und im Frieden können sie am besten leben, wenn ihre Verhältnisse rechtlich geregelt sind. Aber das kann ja nun gar keiner Weise heißen, dass aufgebaut wird eine Tyrannis. Und der Großstaat, auf den die ganze Entwicklung hinzielt, der wird in keiner Weise freiheitlich sein. Er hat keine Chance, freiheitlich zu sein. Er hat keine Chance, demokratisch zu sein. Er hat keine Chance, ein Rechtsstaat zu sein. Keine Chance, ein Sozialstaat zu sein. Wenn wir zum Recht zurückfinden wollen, dann darf es nicht sein, dass die Verfassungsrichter vom Bundestag und Bundesrat ausgewählt werden, solange der parteienstaatlich bestimmt ist. Die Richter sind Mitglieder der Parteien. Natürlich üben die Parteien eben Herrschaft aus. Und natürlich richtet sich das nach dem Mehrheitsprinzip. Aber mit Recht hat das nichts zu tun. Das entscheidende Prinzip des freiheitlichen Lebens ist nun mal die politische Form der Demokratie. Aber eine wirkliche Demokratie, nicht irgendein politisches System, das sich so nennt. Der Parteienstaat ist keine Demokratie. Demokratie heißt Verwirklichung der allgemeinen Freiheit. Und Rechtsstaat heißt nichts anderes. Rechtsstaat will das verwirklichen, muss das verwirklichen durch Gesetze, Gesetzlichkeitsprinzip. Aber nur Gesetze, die demokratisch erlassen sind, verwirklichen das Recht. Alle anderen Gesetze sind Verletzung der Freiheit. Herrschaft ist Verletzung der Freiheit. Herrschaft ist der Gegenbegriff zur Freiheit. Wollen wir Freiheit oder wollen wir Herrschaft? Politik, richtigerweise, darf nur eins sein. Verwirklichung des Rechts. Politik ist ausübende Rechtslehre. Recht kann man nur stützen auf die Freiheit der Menschen. Freiheit sein heißt, wie die Deklaration 1789, das klar, genial, beraten von Kant, aber natürlich basierend auf dem Lehrer Kants, nämlich Jean-Jacques Rousseau, gesagt hat, jeder darf tun lassen, was er will, wenn er einem anderen nicht schadet. Ja, das ist Freiheit. Und unsere Entwicklung in der ganzen Welt beruht ganz wesentlich auf einem Missverständnis des Freiheitsbegriffs.
dass jeder tun und lassen dürfe, was er will, wenn er nicht gegen Gesetze verstößt. Das Grundgesetz sagt, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verletzt. Das Sittengesetz ist natürlich nichts anderes als das rechte Maß. Das Prinzip, das aristotelische Prinzip des rechten Maßes. Das Handeln ist immer zwingend sittlich verpflichtet. Sittlich verpflichtet heißt nichts anderes als dem Sittengesetz verpflichtet. Das Sittengesetz ist nichts anderes als der kategorische Imperativ. Also Moralität kommt nur von innen her. Das ist die innere Befindlichkeit des Menschen und er muss natürlich auch die Chance dazu haben. Die Institutionen des Staates müssen so gestaltet sein, dass die Moralität eine Chance hat. Aber Moralität heißt nur eins, in seinem Handeln dem Rechtsprinzip folgen. Wir brauchen moralische Politiker, nicht politische Moralisten. Wenn man versucht, die Sittlichkeit zu erzwingen, wechselt man von Rousseau zu Robespierre. Kein Moralismus à la Political Correctness. Die Political Correctness ist Robespierre. Wutbürger ist das Wort des Jahres 2010. Die Gesellschaft für deutsche Sprache setzte den Begriff auf Platz 1 ihrer diesjährigen Liste. Wutbürger stehe für Teile der Bevölkerung, die sich darüber empörten, dass politische Entscheidungen über ihren Kopf hinweg getroffen würden. Das ist heute dann Querdenker, kann man ja auch ein eigenes Kapitel über diese Wahl der Unwörter und Wörter des Jahres, die sind sowas von politisch gefärbt, aber interessant, dass es damals Thema war, Wutbürger. Allein Deutschlands Rüstungsetat beträgt jährlich 30 Milliarden Euro. Schon lange nicht das mehr. Sind über 82 Millionen Euro pro Tag, die wir da verpulvern. Die USA verschwenden jedes Jahr sogar über 400 Milliarden Dollar plus Zusatzhaushalte von oft 80 und gar 100 Milliarden Dollar. Die USA geben mehr für Rüstung aus als die halbe Welt. Alles nur, um ihre Hegemonialansprüche für den globalisierten Kapitalismus durchzusetzen. Und da stehen wir heute. Die US-Armee hat heute schon mehr als 100.000 Soldaten mit posttraumatischem Stresssyndrom. Wie heilen wir Menschen, die nicht durch das, was man ihnen zugefügt hat, sondern durch das, was sie anderen zufügen mussten, traumatisiert wurden, weil ihnen gelehrt wurde, jede Grenze zu überschreiten? Solche Menschen werden zu Tötungsmaschinen, weil sie alles, was furchtbar ist, mit System lernen mussten. Mit Gefühllosigkeit, mit Zerstörung jeden Mitleids. Und dann kommen solche Menschen aus Kriegen nach Hause, die von all dem, was sie tun sollten und tun mussten, kein Wort mehr sagen dürfen, weil es geheim ist. Die Vereinigten Staaten von Amerika marschieren unter dem Mäntelchen, Freiheit und Demokratie zu bringen, in sogenannte Schurkenstaaten ein, indem sie behaupten, diese Staaten hätten Massenvernichtungswaffen. Ist ein solches Land aber nicht selber ein Schurkenstaat, wenn es einen Angriffskrieg mit Uranwaffen führt, die sich nun immer mehr auch als Massenvernichtungswaffe herausstellt, weil sie noch viele Jahre nach ihrer Anwendung die Menschen, die dort leben, sterbenskrank macht und die Umwelt kontaminiert? Und so etwas liest man hier bei uns in keiner Zeitung und man erfährt es auch nicht aus den TV-Medien, weil das Thema Uranmunition und die Folgen ein Tabuthema geworden ist. Denn nicht die vielbeschworene Klimakatastrophe ist die unbequemste Wahrheit. Nein, die unbequemste Wahrheit sind die furchtbaren Folgen der Uranmunition. Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Es gilt erstmal, ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen.
Jetzt nicht gleich zu fragen, gib doch die Antwort. Ein Dutschke will keine Antwort geben. Das wäre genau wieder die, das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin. Denn was soll es bedeuten, als Einzelne Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt? Die muss durchbrochen werden. Dann können Antworten gegeben werden. Ja, und wie fandst du den Film? Wunderschön, oder? Ja, man geht mit so viel positiven Gefühlen raus. Hm. Es ist einfach aufbauend und erhellend. Ja, erhellend tatsächlich, aber Frieder Wagner auch wirklich große Worte da am Ende, so diese Gegenüberstellung. Sind die Vereinigten Staaten dann nicht selbst ein Schurkenstaat? Und sind diese Waffen nicht Massenvernichtungswaffen? Ist großartig beobachtet. Hans-Peter Dürr hat mich an irgendjemand erinnert von seinem Dialekt. Schreibt's mal bitte in die Kommentare. Ich habe die ganze Zeit überlegt, der hat so einen, wo kommt denn der her? Aus Süddeutschland, oder? Ja. Aber krass, der war zu Lebzeiten so der wichtigste Physiker unseres Landes, oder? Also so der bedeutendste irgendwie, also den Namen hätte ich. Ja, Deutschland hat sehr viele wichtige, bedeutende Physiker hervorgebracht. Ich meine, zu Lebzeiten, ich rede jetzt nicht von Einstein oder so, sondern in diesen Jahren, wo er gewirkt hat, war das ja, so durchaus. Deutsche... Also er hatte noch mit Heisenberg, Edward Teller und so weiter, mit der alten Garde der Physiker als junger Mensch zu tun. Und klar, er war dann irgendwann Leiter des Max-Planck-Instituts und Hans-Peter Dürr ist natürlich eine Instanz und eine Koryphäe. War Mitglied des Club of Rome und hat eine interessante Biografie und er hat fantastische Vorträge gehalten. Ja. Er ist dann im Prinzip durch seine Arbeit und das Durchdringen irgendwie so dieser ganzen Quantenphysik zu der Erkenntnis gekommen, dass die Realität tatsächlich nur ein geistiges Abbild ist, ne? Und von Materie also Materie wird vom Geist geformt. Das war seine Conclusio am Ende. Ich hatte ja im Barcode letztens mal Andreas Beutel und Andreas Unziger eingeladen, weil ich dachte, vielleicht kriegt man mal zwischen so einem materialistisch denkenden, scientistisch denkenden Physiker und eben Andreas Beutel, der sich ja auch viel mit Spiritualität beschäftigt, so diese Brücke hin. Wollte ich an der Stelle mal drauf hinweisen. Und ja, ich habe versucht, Unziger mal so aus der Reserve zu locken und wollte mehr so übers Bewusstsein reden, aber ja, da steckte schon auch viel Physiker noch in ihm drin. Aber Dürr hat in der Hinsicht auf jeden Fall... ich muss mein Kameraproblem noch irgendwann in den Griff bekommen. Dürr hatte in der Hinsicht auf jeden Fall viel Raum aufgemacht, sage ich mal, für einen Physiker und sich damit mit den transzendenten Aspekten unserer Realität viel beschäftigt, ja. Krass. Hm. Du hast gerade irgendein lustiges Gimmick. Ja, jetzt habe ich noch die Gesichtsverfolgung drin. Ja, falls es jemand weiß hier, wie man das dauerhaft ausstellt, meine Kamera geht irgendwie nach 45 Minuten aus. Es ist lang genug, als dass es nicht zu krass nervt. Ich würde es gerne noch ausschalten. Kriegen wir hin, ja, bis nächste Woche. Genau. Was schauen wir da? Genau, ja, das ist jetzt sozusagen wir haben jetzt schon sehr viele Reaction-Videos gedreht, weil es immer ganz gut ankommt und wir hätten auch nochmal einen auf Lager. Also, warum nicht? Ich würde einfach sagen, da lasst euch überraschen. Ja. Ziehen wir direkt nochmal nach nächste Woche. Jawohl, also immer schön mit dir uralte Schinken anzugucken. Macht Spaß. Ist auch immer geil, dass du selber nochmal, wie sagt Robert immer, wenn man nach 10 Jahren seine eigenen Bücher nochmal liest, wird man vom Schriftsteller zum Leser und so habe ich auch das Gefühl, du bist manchmal so überrascht, so, oh, das habe ich in den Film gepackt. Das finde ich geil. Natürlich, also ich meine, ich habe die Filme zwar damals alle 1000 Mal gesehen, während ich die gemacht habe und danach bestimmt 1, 2, 3 Jahre immer mal wieder, aber jetzt ist es schon so lange her, ich habe die allermeisten Filme aus dieser Zeit seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen, ja. Aber es ist eigentlich auch wieder, selber auch was. Dass man sein Gehirn so austricksen kann, dass man sich selber wieder überrascht und sagt, ah, das war eigentlich gut von mir damals. Aber man weiß ja, man hat es ja selber gemacht, weißt du? Aber man kann sich dann nochmal selbst so, ah, das war wirklich ein guter Ausschnitt.
eine schöne Montage oder so. Und was war jetzt eigentlich bei Obama die Conclusio? Er hat das war seine Rede zum Erhalt des Friedensnobelpreises. Und er erzählt eigentlich die ganze Zeit nur, dass die Weltordnung sich so geändert hat, Die Aussage war, dass er eigentlich von allen bis dahin angesprochenen, diese ganzen Präsidenten, die mehr oder weniger alle gesagt haben, also es wurde ja immer schärfer. Ja? Am Anfang hieß es, ja, die USA beteiligt sich nicht an Kriegen. Dann sagte Bush, ja, wir greifen ungern in den Konflikt ein. Und dann kommt Obama und sagt, es gibt einen gerechten Krieg. Ja, der redet von einem gerechten Krieg in seiner Friedensnobelpreisrede und rechtfertigt das damit, dass, so wie der Hans-Peter Dürr das ja auch bei Edward Teller kritisiert hat, dass die USA ja die Guten sind. Ja? Die dürfen quasi die militärisch stärkste Nation sein, weil das für den Planeten gut wäre. Ja? So dieses Selbstverständnis, was Obama da sozusagen bei der Rede zum Besten gegeben hat. Wir schreiben allen vor, dass sie ihre Atomwaffen einstecken müssen, ja, abrüsten ohne Ende. Aber wir natürlich nicht. Ja, wir verschießen auch Uranmunition in der halben Welt. Wir haben natürlich Atombomben. Wir brauchen die ja, um den Frieden und die Demokratie durchzusetzen. Ja, das war so der Inhalt seiner Rede. Zumindest habe ich die so verstanden. Ja, wenn er von einem gerechten Krieg redet. Da ist der Buchtitel von Bröckers, Wir sind die Guten, tatsächlich ja klar, das ist das Selbstverständnis. Den Kopf treffend. Er gibt ja auch den Da gibt es ja eine ganze Philosophie dahinter, die heißt amerikanischer Exzeptionalismus. Gibt es einen Wikipedia-Eintrag drüber, das geht über Jahrhunderte zurück. Das ist die Vorstellung, dass es hat auch christliche und fundamentalistische Elemente mit drin, dass die Amerikaner das ausgewählte Volk sind. Und viele Präsidenten stehen in der Tradition, zum Beispiel auch Bush ist ja ein Präsident gewesen, der sich auch fundamentalistischer Sprache bedient hat. Mit die Achse des Bösen und sowas. Ganz interessant. Alright, cool. Machen wir Schluss für heute. Ich danke dir und wir sehen uns an derselben Stelle in Bälde. Ihr habt euch wohl. Peace out. Ciao.